Morgen. Heute ist der 9. Mai. Wieder Bombenwetter. Und auf den heutigen Tag habe ich mich besonders gefreut. Heute bekommt die Anlage nämlich ihre Rotorblätter. Das wird besonders spektakulär. Das erste Blatt hängt gerade schon am Haken. Es ist jetzt gerade 9.30 Uhr. Und es geht relativ zügig nach oben. Jetzt schwenkt es gerade so ein bisschen. Ja, die drei Rotorblätter waren hier unten aufeinander gestapelt. Das, was jetzt am Haken hängt, das lag am Boden. Da lag jetzt keins mehr drüber. Puh, das sieht echt spektakulär aus. Ja, das Rotorblatt ist, im Rotorblatt gibt es so zwei kleine Löcher. Und innen im Rotorblatt ist so eine Aufhängung, wo das Seil befestigt werden kann. Und der vordere Teil ist ein bisschen schwerer. Der hintere Teil ist dann, denke ich, etwas leichter. Und deshalb hängt es dann auch gerade. Ja, wird auf jeden Fall auch noch vom Boden aus natürlich stabilisiert. Ja, jetzt ziehen sie es so ein bisschen, jetzt drehen sie es so ein bisschen in die andere Richtung, dass man es in die Narbe einfädeln kann. Krass, da habe ich mich echt drauf gefreut. Ja, ich bin mal gespannt, wie das aus der Luft aussieht. Ich werde jetzt gleich auch mal mit der Drohne hochgehen und werde dann nochmal filmen, wenn das Blatt ein bisschen weiter oben ist. So, jetzt bin ich mal ganz nah dran. Jetzt stehe ich direkt unterhalb vom Rotorblatt. Sie müssen aufpassen, dass sie nicht in den Turm reinkrachen. Okay, nichts passiert. Ja, das pendelt jetzt ganz schön hin und her. Das ist echt, auch wenn es jetzt so windstill ist, das ist, glaube ich, schon echt richtig schwer, das in Balance zu halten. Also man sieht, es pendelt immer nach links und rechts, bis das dann mal in der Position ist, wo man es hochziehen kann. Nicht so einfach. Es ist halt aber auch gigantisch, ey. Das sind jetzt fast 70 Meter, ich glaube so 68, 69 Meter. Das ist schon echt verdammt beeindruckend. Geil, ey. Bin echt begeistert. Ja, hier überall verteilt. Da stehen jetzt die Monteure mit Seilen. Versuchen das Ganze noch ein bisschen zu stabilisieren. Es wird jetzt halt ganz langsam in die richtige Richtung gedreht. Ja, bin ich echt mal gespannt, wie sie das in die Narbe einfädeln. Das wird spektakulär. So, jetzt haben wir das Blatt oben. Es ging jetzt doch schneller als gedacht. Scheint relativ leicht zu sein im Vergleich zu den anderen Teilen. Ja, allerdings viel schwieriger zu manövrieren. So, ja, es dauert halt seine Zeit, bis es mal ausgependelt ist, aber dann geht es relativ schnell nach oben. Ja, jetzt fädeln sie es gerade oben ein. Das sieht man sehr schön auf der Drohne. Das ist jetzt auch nochmal eine kleine Challenge, das Rotorblatt in die Narbe einzufädeln, weil das jetzt genauso oben vor der Narbe rumschwankt wie gerade eben. Aber es sieht gut aus. Wir haben das Maschinenhaus jetzt auch noch mal ein bisschen gedreht, um dem Rotorblatt ein bisschen entgegenzukommen.
Ja, also von oben sieht es auf jeden Fall wahnsinnig geil aus. Also richtig tolle Drohnenaufnahmen. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob sie heute noch ein weiteres Blatt ziehen. Theoretisch denkbar. Bis heute leider auch nicht so viel Zeit. Aber ich bin auf jeden Fall happy, dass ich den Rotorblattzug eines Rotorblatts mal mitbekommen habe. Ja, auf jeden Fall spektakulär. Das sieht echt krass aus, wenn das so dieses riesen Rotorblatt in der Luft schwebt. Das ist schon echt beeindruckend. Geil, jetzt habe ich fast den kompletten Aufbau der Anlage mitverfolgt. Das ist echt schon ein Highlight. Und auch sehr, sehr viel Glück dabei natürlich. Also, dass sich der Aufbau jetzt doch so lange hingezogen hat und ich alles so schön beobachten konnte, das war natürlich Glück. Ja, die anderen zwei Rotorblätter sind wie gesagt aufeinander gestapelt. Das sie jetzt gezogen haben, das lag eben schon am Boden. Da ging es ein bisschen schneller. Heben sie wahrscheinlich das oberste erst runter und bevor es dann gezogen werden kann. Naja, ich bin mal gespannt, wann die Anlage fertig wird. Vielleicht morgen, am Dienstag, ich bin mal gespannt. Heute ist leider auch schon wieder der letzte schöne Tag. Ab morgen soll es schon wieder regnen und kälter werden. Aber ja, echt klasse, dass ich jetzt die letzten Tage so viel beobachten konnte. So, hier sieht man alles nochmal schön aus der anderen Richtung. Das Rotorblatt hängt immer noch am Haken. Ich nehme an, die sind immer noch dabei, es zu verschrauben. Wird eine Weile dauern. Ja, ich habe jetzt leider keine Zeit mehr, um noch abzuwarten, ob sie noch ein anderes Blatt ziehen. Ja, aber ich schätze, dass die Anlage innerhalb der nächsten zwei Tage fertig wird. Ja, da bin ich auf jeden Fall nochmal hier, wenn die Anlage fertig ist. Und ja, werde sie mir dann nochmal anschauen. So, Anlage 4 ist fertig errichtet. Heute ist der 22. Mai. Nach dem vielen Regen die letzten Wochen lässt sich heute endlich mal wieder die Sonne blicken. Das tut echt gut. Das Wetter war ja echt extrem frustrierend die letzten Wochen. Ja, dann dachte ich, ich nutze mal die Regenpause und schaue mir die Anlage mal an, wenn sie fertig ist. Cool sieht's aus, wie sie da so aus dem Wald rausguckt. Das zweite Rotorblatt haben sie wohl noch am gleichen Tag montiert. Da hatte ich leider nicht so viel Zeit und es war noch ein bisschen fraglich, ob sie das Blatt überhaupt ziehen. Da für Nachmittag dann schon wieder Wind vorhergesagt war. Ja, und das dritte Blatt dann am Tag danach. Ja, jetzt ist das Quartett endlich fertig. Alle vier Anlagen errichtet. Auch schon welche am Netz. Badenova macht wahrscheinlich 10 Kreuze, dass der Windpark jetzt endlich fertig ist. Es hat jetzt doch viel, viel länger gedauert als ursprünglich geplant. Ursprünglich sollten ja alle vier Anlagen Ende 2020 schon fertig sein. Und es hat jetzt doch länger gedauert als erwartet. Vor allem wetterbedingt. Der Winter hier war echt außergewöhnlich hart dieses Jahr und hat den Rotorblatttransport hier auf dem Berg echt so gut wie unmöglich gemacht. Und ja, dann auch noch die Panne mit dem Selbstfahrer, dass die Rotorblätter nicht auf den Selbstfahrer gepasst haben. Naja, aber was lange währt, wird endlich gut. Ja, bei der Herfahrt habe ich gesehen, dass zwei Anlagen bereits am Netz sind. Das werde ich mir jetzt mal von nahem anschauen. So, hier sieht man die Anlage jetzt nochmal schön von vorne. Ich stehe jetzt etwas niedriger. Und hier sieht man den Koloss nochmal hier oben auf dem Hügel stehen. Echt krass, was da nochmal in Höhe dazukommt zu dem Betonturm. Drei Stahlsektionen und dann die Rotorblätter. Sieht echt riesig aus von hier aus. So ein cooles Bild mit dem blauen Himmel und den Wolken.
So, ich stehe jetzt hier nochmal an meinem Aussichtspunkt. Ja, mittlerweile sind zwei Anlagen am Netz. Anlage 2 mittlerweile auch. Anlage 1 läuft ja schon etwas länger. Cool. Ja, und als ich vorhin hierher gefahren bin, hat sich sogar die dritte Anlage gedreht. Ich nehme an, die hat nur einen Probelauf gemacht. Ena konnte es nämlich vor Ort. Ich nehme an, dass die in den nächsten Tagen die Inbetriebnahme machen. Und ja, die Anlage hat jetzt nochmal einen Probedurchlauf gemacht und ist noch nicht richtig am Netz. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall mal zu den beiden anderen Anlagen hinfahren, die schon laufen. Und werde mir das mal aus der Nähe anschauen. So, jetzt bin ich hier in der Nähe von Anlage 2. Hier stand ich im Winter auch schon mal, als hier alles so krass verschneit und vereist war. Die Zufahrt war echt komplett vereist. Ja, und Anlage 2 stand ja wetterbedingt echt ziemlich lange ohne Rotorblätter da, weil die einfach nicht hier auf den Berg transportiert werden konnten. Ja, aber schön, dass sie sich jetzt dreht. Die hat jetzt ein Enercon-Logo, Anlage 4 hat jetzt leider keins. Schön langsam und gemütlich dreht sie sich. Schön sieht's aus. Ja, dann werde ich mal weiter düsen zur Anlage 1. So, jetzt stehe ich nochmal direkt unten drunter. Und da ist das Schätzchen, die EP3 E138. Absolute Lieblingsanlage momentan. Sieht echt einfach immer wieder grazil aus, wie sie sich so schön langsam dreht. Hat auch, glaube ich, noch eine geringere Drehzahl als die E141 EP4. Die dreht sich nochmal langsamer. Und ja, die Biegung der Rotorblätter finde ich einfach klasse. Finde ich richtig cool. Hat man ja vorher nur so von anderen Anlagen gekannt. Ja, EP5 kann ich noch nicht so beurteilen. Da kenne ich ja bisher nur den Prototyp in Wieringer Meer. Aber da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Da ist einiges in Planung hier im Schwarzwald. Bin ich echt gespannt. Ja, der Kühler hier ist auch echt verdammt laut. Aber die Anlage an sich läuft eigentlich relativ ruhig. So, zum Abschluss bin ich jetzt nochmal auf dem Aussichtsturm, auf dem Brandenkopf. Dem Kaiser des Schwarzwalds, wie er auch genannt wird. Und von hier aus hat man echt nochmal eine wunderschöne Aussicht auf den Windpark Hohenloren von oben. Und auch echt eine wahnsinnig tolle Rundumsicht auf den Schwarzwald, die Schwäbische Alb und auch die umliegenden Windparks. Das ist echt ein richtig tolles Bild. Ja, hier ganz links die vierte Anlage, die als letztes errichtet wurde. Rechts davon Anlage 3. Hier Anlage 2. Und dann ganz im Süden Anlage 1. Ja, hinten sieht man jetzt auch noch andere Windparks. Hier hinten ist der Windpark Hornberg mit den FL1000. Ja, und hier sieht man jetzt auch
den Windpark Falkenhöhe, wo die V136 gebaut werden. Der Kran bei der dritten Anlage steht schon. Die ersten beiden Turmteile auch, so wie es aussieht. Da wird es in den nächsten Tagen wohl auch weitergehen und sich auch mal wieder hinfahren. Hier drüben sieht man noch mal schön die Prechtaler Schanze. Gibt es auch ein Video auf meinem Kanal mit den E101, den E115. Ja, und hier links sieht man jetzt nochmal schön die kleine Tacke TW600. Schön, dass die hier noch steht. Ja, es ist jetzt echt nochmal ein toller Abschluss hier. Ich muss sagen, der Windpark ist mir echt ans Herz gewachsen. Ich bin so lange begleitet vom Turmbau letzten Sommer über den schneereichen Winter dann bis zum Aufbau und habe den Aufbau der vierten Anlage jetzt ganz verfolgt. Das war schon echt eine coole Zeit. Ja, ich hoffe, meine Videos haben euch auch gefallen. Den Aufbau der vierten Anlage habe ich einmal vom Boden aus dokumentiert. Da wird es mehrere Teile geben, aber auch habe das Ganze nochmal mit der Drohne verfolgt. Da wird es dann extra Drohnenvideo geben, da könnt ihr euch drauf freuen. Das sind echt tolle Aufnahmen geworden. Ja, schreibt gerne wieder Kommentare, abonniert gerne meinen Kanal. Wenn es euch interessiert, was es hier so noch so für Windparks im Schwarzwald gibt. Ja, und wer weiß, wann und wo wir uns dann beim nächsten Mal sehen. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald.